Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei unserem Format Naturmedizin. Heute spreche ich mit meinem Gast über das Thema 5G. Und da gibt es nämlich verschiedene Ansichtsweisen. Da gibt es natürlich die extreme Angstmache. Es gibt auch viele Sendungen aus dem Mainstream, die sagen, ach, das ist alles gar nicht so schlimm. Das kann man ruhig alles pflastern damit. Und heute wollen wir da einfach mal nochmal einen Gesichtspunkt dazu hören von meinem Gast. Der ist nämlich Herr Peter Andres, Unternehmer und Gesundheitsberater. Und eigentlich kommt er aus der Informatik. Ja, hallo Peter. Freut mich sehr, sehr hier zu sein und ich freue mich darüber zu sprechen, was mit 5G passieren soll. Ja. Einmal von der technischen Seite, von der Anwendung, aber auch von der menschlichen, medizinischen Seite. Okay, ja. Ich würde es gerne anhand einer Beispielsendung machen. Du hast ja aus dem Mainstream so eine Dokumentation über 5G gesehen und warst doch sichtlich entsetzt über die Ansichtsweisen, die unterschiedlichen. Nee, ich war positiv überrascht sogar. Ich schaue seit 20 Jahren kein Fernsehen, keine Mainstream. Alternativsender ja. Und da wird es oftmals auch sehr, sehr Angst machen negativ eingesetzt, da möchte ich eben auch nicht hin. Aber wie gesagt, ich habe mir einfach ein paar auf YouTube, ein paar Mainstream-Werbesendungen für 5G angeschaut. Okay, was sind da so die Aussagen? Ich war überrascht, das war so schön gemacht, das war so elegant. und ich habe selbst gezweifelt, obwohl ich die ganzen Hintergründe weiß, habe ich gedacht, mein Gott, eigentlich haben die ja recht, wir brauchen ja 5G. Ja. Man kommt wirklich ins Zweifeln, weil es ist so manipulativ gemacht. Was war das, was dich überzeugt hätte, also wenn du nicht die ganzen Hintergrundinfos gehabt hättest? Was waren da so die Aussagen? Studien, wo man, also es gibt zwei Krebsstudien, eine aus USA und eine aus Italien. Die eine speziell auf das Mobiltelefon, die italienische auf WLAN. Man Untersuchungen mit Ratten gemacht. Und dann gibt es immer gleich eine Gegenstudie von der Industrie. Ein Professor untersucht das und vergleicht das eigentlich ohne Strahlung mit Mobilfunkstrahlung oder Röntgenstrahlen. So wird das gegenübergestellt. Und das Mobilfunk macht ja gar nichts. Die Röntgenstrahlen ja. Ach so. Okay. Und es haben Spezialisten gesprochen. Besonders der Professor hat dann eben überzeugt und hat gesagt, ja, wir haben das jetzt dieses nochmal untersucht und wir sehen kein Krebsrisiko. Und man kann es aber nie ausschließen. Am Schluss kommt immer so ein kleiner Satz, aber deutlich eben die Studien. Es wirkt ja nur bei Ratten, dass Gehirntumore bekommen. Ob das bei Menschen so ist, weiß man ja nicht. Ja gut, es gibt ja aber auch Zahlen, wie sich unsere Gehirntumorentwicklung in der Gesellschaft die Krebsrate. Klar darf man das jetzt nicht pauschalisieren und nur einem den schwarzen Peter zuschieben, aber ich glaube bei Handy und Hirntumor gibt es schon auf jeden Fall eine Symbiose. Da gibt es sehr große Parallelen auf jeden Fall. Ja. Was mich aber sehr, sehr überrascht hat, und ich war bisher der Meinung, das Volk geht eben alles mit und sagt, hurra, 5G. Wir wollen alle. Und dann habe ich mir mal die Kommentare gelesen und das war wirklich sehr, und bei mehreren Sendungen war es so deutlich, dass die Zuseher extrem lange Berichte geschrieben haben und wie sie es sehen und die medizinische Verträglichkeit. Es waren praktisch zwei Gruppen. Die einen wussten Bescheid und warnen davor. Und die zweite Gruppe hat eigentlich gesagt, es war so 50-50. Die zweite Gruppe sagte einfach, wir brauchen kein 5G, bringt erstmal 4G in Ordnung, dass wir 4G überall haben. Aber es waren sehr, sehr wenige, vielleicht 1%, 2%,
die Hurra gerufen haben, wir wollen 5G. Ich war auch letztens beeindruckt, da bin ich durch den Schwarzwald gefahren und da hingen in den Kurorten, wo auch wirklich Heilkliniken sind und Leute hin müssen, die gesund werden sollen. Ja. Und da hingen überall Plakate, wir wollen kein 5G. Ja. In den ganzen Dörfern. Ja. Also die Leute werden schon sensibilisiert darauf und merken auch, ich glaube auch den Menschen kann man nicht mehr alles verkaufen. Man wird kritischer. Das ist das Schöne. Auch ja. Durch die Corona-Krise sind noch mehr Leute aufgewacht. Mhm. Und ich glaube, das war wichtig, dass einfach die Menschheit aufwacht und dass wir unsere eigene Zukunftswelt eben kreieren. Und was ich auch jetzt, wenn du gerade Stichwort Corona sagst, wir haben nämlich in Deutschland, hat die Regierung Gelder für Corona freigegeben und da wird auch ein Teil für 5G verwendet, wo ich denke, was hat jetzt Corona mit 5G zu tun? Warum müssen wir die Gelder dafür verwenden? Das hat sich mir nicht so wirklich erschlossen. Weißt du da? Ich weiß gar nicht, ich finde es nur dubios. Dubios, ja. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Nee, weil es ist eine Pandemie. Also es gab ja immer so kritische Geschichten, hängt Corona mit 5G zusammen. Mhm. Das wird ja auch regelmäßig alles gelöscht aus dem Internet. Aber warum man dann die Gelder von Corona für 5G verwendet, also dann muss es ja irgendwie doch einen Zusammenhang geben. Also wenn es nur monetär ist. Es sicherlich die... Ich habe mir mal Gedanken gemacht, oder was, wer braucht 5G? Mhm. Ja, und habe da sehr viel Research gemacht die letzten Tage. Und ich war, wie gesagt, sehr, sehr überrascht, dass sehr, sehr viele Menschen aufgewacht sind und sagen, wir brauchen gar kein 5G. Mhm. Lasst uns 4G sauber machen, dass wir überall Empfang haben. Die Geschwindigkeit reicht vollkommen. Brauchen Sie 100-mal schnelleres Handy? Nee. Braucht keiner. Nee. Ja? Brauchen wir selbstfahrende Autos? Braucht auch keiner. Ja? Es sollen Millionen Arbeitsplätze geschaffen werden. Nur diese Verdrehung, wenn die Autos selbst fahren, Taxi, LKW, Stapler fahren alle alleine, da braucht man keine Menschen mehr für. Und wo kommen die Millionen Arbeitsplätze her? Ja. Das Höchste vielleicht zur Überwachung der Menschen und Manipulation der Menschen. Mhm. Das Einzige, was ich sehe, wofür 5G wirklich gebraucht ist, ist für die NSA, um die totale Überwachung der Menschen. Das sehe ich deutlich. Vielleicht die Pharma, dass sie eben auch interessiert sind, dass 5G eingeführt wird. Und weitere Bereiche sehe ich gar nicht. Das Volk braucht es nicht. Ja, also man bekommt sozusagen was übergestülpt, was keiner, nach dem hat keiner gefragt. Ja. Ja, keiner hatte ein Problem. Und man bekommt jetzt irgendwas vorgelegt, was man zu brauchen hat. Also man wird ja schon gezwungen, dass man das benötigt. Ja. Aber mir fehlt da auch jetzt wirklich die Argumentation, die Grundlage, warum soll ich das benötigen? Also wenn ich sowieso schon mit dem Strahlenthema immer wiederum mir Sorgen mache, oh Gott, verstrahlt's mir den Kopf oder die Kinder oder wie auch immer, man schläft schlechter. Also es sind ja auch, das wird ja nicht besser durch die 5G. Es ist ja schon in sehr vielen Studien bewiesen, dass 3G und 4G eben schon gesundheitsschädlich sein kann für Menschen. Nicht für jeden, das ist wie beim Rauchen. Der eine bekommt Krebs, der andere nicht und raucht sein ganzes Leben. Ja, du hast ja ein paar Fallbeispiele aufgrund deiner jahrelangen Erfahrung. Woran würden wir das jetzt Menschen, die sehr sensibel sind, woran erkennt man das? Weil ich habe mir oft auch gedacht, diese Elektrosmog-Sensitivität ist ja wirklich was im Körper, was auslöst, wo ich dann direkt zum Arzt gehe und der mir ja erstmal auch ein großes Fragezeichen hat. Einfach für die Zuschauer, dass man mal weiß, worauf kann ich achten? Wodurch kann mein Körper mir das zeigen? Die Signale, ja. Mhm. Hauptsächlich Schlafprobleme. Okay. Extremer Stress, Zellstress. Dann, das geht hin bis zu
Sauerstoffaufnahme im Blut und so weiter. Aber das sind dann schon Details. Ich gehe vielleicht mal auf eine Kundin hier aus der Schweiz, die mich angeschrieben hat vor ein paar Monaten. Und sie hat mir das beschrieben, das ging fast 20 Jahre. Fing langsam an mit Schlafproblemen, Migräne, Kopfschmerzen, Energielosigkeit, schwach, keine Kraft mehr oder hyperaktiv, solche extreme Situationen und immer mehr. Und seit ein paar Jahren ist sie 100% arbeitsunfähig. Okay. IV. Und sie hat von uns das System 8 bestellt, hat alle elektronischen Geräte zu Hause bestückt und schreibt mir so ein herzergreifendes E-Mail, dass sie sagt, Herr Andres, ganz herzlichen Dank, ich lebe wieder, ich habe wieder ein Leben. Und als zweites hat sie dann noch betont, sie haben auch meine Ehe gerettet. Und das bewegt mich heute. Ja? Ja. Und wenn man davon ausgeht, dass es hier nur im deutschsprachigen Raum gibt es 5 Millionen high-sensitive Person, strahlenempfindliche Personen. 5 Millionen nur in Deutschland, Schweiz und Österreich. Was kann man jetzt da schon sagen, was mit denen passiert, wenn 5G kommt? Das weiß wohl keiner, ja. Okay. Ich glaube, dass sie noch sehr leiden. Ich habe viele, viele Kunden, die verzweifelt zu uns kommen und sagen, helfen Sie uns. Ich bin nur noch mit einem Metallmantel im Keller, alle Wände gestrichen. Und wir haben sogar Erfahrungen gemacht mit Menschen, die wirklich schon extrem belastet sind, kann man fast nicht mehr helfen. Was mir auch einfällt, es gab ja so eine, während Corona, so eine Beleidigung mit Aluhutträgern. Das ist der Neue. Ja, ich finde es aber, wo ich mir das wirklich mal erklären lassen habe, dass es Menschen gibt, die wirklich unter diesen Symptomen leiden, wirklich eine Beleidigung. Also auch eine gegenüber den Menschen, die diese Krankheit haben. Ja, weil du gerade sagtest, mit dem Metallschutz im Keller sitzend nur noch aushalten können, was da eigentlich in den Menschen vorgeht. Also auch zu dem Thema, wie man so lapidar jemand beleidigen möchte, aber eine andere Gruppe wirklich damit auch reinzieht. Ja, das ist ja das ganz Schlimme. Die Industrie verleugnet ja immer alles. Und wie ich gehört habe, in den 90er Jahren sind Professoren durch Deutschland gereist und haben die Ärzte aufgeklärt, wenn einer von Elektrosensibilität spricht, dann braucht er Ritalin, das ist eine psychologische Krankheit. Ah. So, es geht in diese Richtung. Es wird immer verneint, auch diese ganzen vielen Studien, dass die Dauerbestrahlung für uns gesundheitsschädlich sein kann, werden alle widerlegt und eben... Ja. Klar, es gibt halt dann immer diese Unsicherheit. Ja, der eine sagt das, der andere sagt das. So wie du es jetzt auch zu Beginn schön erklärt hast. Du hattest deine Fakten, warst dir auf jeden Fall sicher. 5G bringt nichts Gutes. Ja. Schaust dir diese Mainstream-Doku an und bist danach so ein bisschen wie so gehirngewaschen auf die andere Seite. So alles ist super und wir brauchen das auf jeden Fall. Also mich macht es schon sehr skeptisch, dass uns was übergestülpt wird, was keiner wirklich einfordert. Also das ist wirklich ein penetrantes Einführen von der Technik, wo ich wirklich keinen Vorteil sehe. Ja. Das macht wirklich... Es wird ja immer die Industrie vorgehalten. Das kam in dieser Sendung eben auch gut rüber. Hier in der Schweiz haben sie Industrieleute eingeladen und die meisten haben gesagt, also wir wissen gar nicht, was wir damit machen sollen. Mhm. Ja, brauchen wir das? Ja. Und diese Millionen Arbeitsplätze. Also es wird einfach hier uns was übergestülpt. Mhm. Und das Schlimme ist eben die Dauerbestrahlung. Wenn man jetzt von 5 Millionen kranken Menschen ausgeht, die Dunkelziffer kann vielleicht noch höher sein. Man sieht es auch, wie in den letzten 20 Jahren, seit 2000, ist die Kurve der psychisch erkrankten Burnout-Leute sind so angestiegen. Ja. So wie die Vielzahl
der Geräte zunimmt. Ja. Ja, es gibt jetzt auch mittlerweile viele Hotels, die wirklich sagen, dass sie Elektrosmog befreit sind durch verschiedene Techniken. Die hast, weiß nicht, bietest du das auch an oder? Wir bieten Systeme speziell für Hotels an. Bei den Hotels ist ja ganz extrem, dass die auf jedem Flur haben sie ein, zwei Wi-Fi-Geräte. Mhm. Und die durchaus, es gibt sogar welche, die haben in jedem Raum einen Sender. Okay. So, und da schlagen wir einfach vor, direkt auf die WLAN-Geräte Vita-Chips, Vita-Systeme aufzukleben. Und dann schlafen die Leute besser. Okay, was passiert da genau durch den Chip? Was macht der? Also ich habe jetzt, wenn ich mir das jetzt vorstelle, ich habe diese WLAN-Frequenz, die stört meine Zellen. Ja. Und ich komme nicht in meine Entspannung rein. Also es verhindert ja, macht mir Stress. Und was macht dieser Chip jetzt genau? Also stell dir vor, du liegst im Bett und neben dir arbeitet einer mit dem Presslufthammer. Ah ja. Wir nehmen es nicht direkt wahr. Ja. Wir hören es nicht so, aber unser Nervensystem, unsere Zellen, die Baubiologen mit dem Gerät, die zeigen ja dieses Geräusch. Ja. Nur wir nehmen das nur unbewusst wahr. Und das eben 365 Tage, 24 Stunden lang, das macht einen Menschen kaputt. Und dann wird die Frequenz entstört. Das wird neutralisiert. Neutralisiert, okay. Zusätzlich senden wir aber eben auch noch Heilschwingungen oder Heilinformationen, wie es in der Informationsmedizin gemacht wird. Deshalb haben wir auch sehr gute Heilerfolge bei chronischen Schmerzen. Okay. Ja, super. Ja. Perfekt. Und dann kann man das dann auch mit sich führen. Oh ja. Ja? jeder hat so ein Ding hier in der Tasche. Ja, das stimmt. Allerdings. Ja. Und Vita-Chip draufkleben und man ist geschützt. Mhm. Aber zusätzlich eben auch fühlt man sich besser. Der Stress geht weg. Man ist entspannter und konzentrierter. Mhm. Ja, super. Nochmal zu der Sendung, die du dir angeschaut hast. Gab es da noch irgendeinen Punkt, wo du sagst, ja, das ist dir auch unangenehm aufgefallen oder das würdest du auch nochmal kritisch reflektieren wollen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Es geht hauptsächlich darum, die ICNIR, das ist ein internationaler Verein in Deutschland, die Grenzwerte für den Mobilfunk festlegt. Mhm. Und das ist eine Vereinigung, ein privater Verein von nur Ingenieuren, die aus der Industrie sind und die legen die Richtwerte fest. Man nimmt eigentlich einen Plastikkopf, füllt den mit Wasser, hält ein Handy hin und schaut, was macht, wie erwärmt sich das Wasser oder man hat auch schon gesagt, eine Leiche hält man ein Handy ans Ohr und guckt, ob die jetzt ein Grad wärmer wird. Mhm. Wenn es unter einem Grad wird, ist es okay. Und so werden die Richtwerte festgelegt. Und da beruhen alle drauf. Aber da haben wir ja gar keine lebendigen Zellen. Ja, natürlich. Also da kann ja gar nichts in Resonanz gehen. Sie schauen das Biofeld gar nicht an. Die schauen nur das thermische Feld an. Die Psyche, unser physischer Körper. Man kennt das ja jeder, wer das Handy zu lange am Ohr hat, dass es dann rot wird und man denkt, oh Gott, jetzt muss ich irgendwie das weghalten vom Kopf, da stimmt was nicht. Einfach das kribbelt, das ist ja unangenehm. Aber eben, das ist die große Lüge, die Industrie seit über 20 Jahren streiten sie jegliche Dinge ab. Mhm. Ich habe sogar schon Kunden gehabt und sie haben mich gefragt, können Sie nicht bei uns den Tower, den Sender entstören? Ah. So, ich hatte im Anfang, als ich begonnen habe, vor 7 Jahren, 8 Jahren schon fast, hatte ich den Traum gehabt und habe gedacht, ich kann ja mit der Telekom sprechen. Ah. Und wir könnten ja die Sender entstören, dann senden sie gute Schwingungen, ja wohltuende Frequenzen. Und dann habe ich aber näher reingeschaut. Es ist leider nicht so. Die Mobilfunkanbieter
haben Untergesellschaften, um das Haftungsrisiko auszuschließen. Mhm. Es ist leider alles so aufgebaut gegen den Menschen. Aber ich bin kein Gegner von diesem Geräten. Ich brauche es ja auch. Ich will sie benutzen, aber ich will sie so benutzen, dass sie mir gut tun. Ja, ja, das ist die Vision. Eine schöne Vision, ja. Sehr gut. Ich meine, die jahrelange Erfahrung spricht ja dafür, dass es ja funktioniert, sonst würden dir nicht die Leute solche Zuschriften schreiben. Wir haben Zehntausende von glücklichen, zufriedenen Kunden und das treibt unser Team am allermeisten an. Und die große Vision ist, dass wir 5G einfach umbauen und nicht so, wie es geplant ist, als Waffe, als Manipulation. Mhm. Wir können auch gute Schwingungen senden. Ja. Und das ist meine Vision, dass die Industrie mit den Medizinern zusammen an einen Tisch sitzen, mit Quantenphysikern und überlegen, wie können wir das verträglich machen für die Menschheit. Ja, weil die Sendemasten sind ja da. Genau. Also die wurden ja produziert. Und jetzt können wir eigentlich entscheiden, was als Frequenz bespielt wird. Wenn wir das müssen wir herausfinden, ja. Ja. Das ist sicherlich ein langwieriger Prozess. Aber interessant ist einfach durch alle Bereiche, es werden immer nicht so positive Frequenzen verwendet. Mhm. In allen Bereichen. Ja. Und das ist eben das Verwunderliche. Ich weiß nicht, liegt es an der Technik? Sind die Frequenzen ganz beliebt? Aber es fällt auf, in allen Bereichen werden Frequenzen genommen, die schädigen. Zum Beispiel die Musik, 432 Hertz, wurde geändert. Welche Musik? Musik, die Musik auf 432 Hertz ist für uns wohltuend. Ja. Und man hat die vor 150 Jahren geändert, damit die Musik nicht so gut tut. Okay. Ja. 432 Hertz. Und dann habe ich natürlich dann auch wieder was mich runterzieht. Zum Beispiel. Okay. Ja. Gibt es noch Musik, die nicht verändert wurde? Oder kann ich dagegen was tun, wenn ich sage, ich will Musik hören, aber 432 Hertz Musik wird eben nicht gefördert. Wenn jemand mit 432 Hertz Musik spielt, dann wurde er in der Vergangenheit einfach aus den Charts genommen. Ach, das ist ja auch nochmal ein interessantes Thema. Okay. So kann man mit Frequenzen arbeiten, ja. Und das eben in allen Bereichen. Man nimmt die ungünstigsten Frequenzen für den Mobilfunk. Also immer gegen den Menschen. Ja, gegen das Volk. Und das muss geändert werden. Mhm. Das Volk muss aufwachen und sagen, wir wollen das nicht. Ja, in der Schweiz haben sie ja die 5G-Ausbau jetzt aktuell gestoppt, oder? Gestoppt, jein. Aber es gibt auf jeden Fall Gegenwind. Gegenwind, die Politiker sind wobei man kann ihnen gar keinen Vorwurf machen. Ja? Und ich habe auch in diesem Interview gesehen, gerade Schweizer Politiker, die wissen nicht, wen soll ich glauben, den 5G-Gegnern oder der Politik oder den geht es dann wie uns. Wir hören dann so viele verschiedene Meinungen, dass man dann irgendwann total verunsichert ist. Wahrscheinlich kriegen die genauso unterschiedliche Studien vorgelegt. Ja. Genau, und Studien sind heute meistens so. Glaube nur der. Ja. Genau, wir wissen, wie der Satz endet. Ja. Genau. Nee, schön. Ja, war wieder ganz toll mit dir, Peter, über die ganze Geschichte zu quatschen. Und schön, dass du heute da warst. Schöner Einblick auch in die ganzen Möglichkeiten. Wenn jetzt der Zuschauer sich noch mal informieren möchte zu den ganzen Möglichkeiten, wo kann er sich da... Hauptsächlich auf unserem YouTube-Kanal VitaChip. Okay. Oder auf unserer Webseite vita-chip.ch. Mhm. Gut, dann danke schön, dass du heute da warst. Vielen Dank.
Ja, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, dieses Thema 5G wird uns noch einige Zeit begleiten und da gilt es wirklich, wach zu bleiben, sich gut zu informieren, sich die ganzen verschiedenen Facetten wirklich anzuschauen und für sich zu überprüfen, ob das Ganze Sinn macht, wer das überhaupt möchte, wollen wir das wirklich? Ja, das sind alles so die Fragen, die jetzt sich langsam breit machen und dabei wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei der Recherche. Schön, dass Sie heute unsere Gäste waren und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.